Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Dead by Daylight. Und ihr seht es ja selber, wir haben den Geist. Ja, warum habe ich den Geist? Ich habe wieder mal meine tägliche Rituale zu verrichten. Hatte gerade ein Spiel davor. Ich hätte gescheiter das aufgenommen, weil das war echt verdammt lustig. Ich habe alle vier geknallt. Und... ja, genau. Und ich muss wieder mal aus dem Ding rauskommen und Leute erschlagen. Ha, was mache ich dann? Da hinten hat es aber wieder geknallt. So. Okay. Das war ja wieder mal zwei mit gar nichts. Jetzt habe ich nicht gesehen, wo er hingelaufen. Da hinten läuft er. Gut, okay. Wir machen mal Enthüllungsding, weil ich da ist er definitiv ein bisschen schneller. So, wir laufen definitiv schön weiter hinterher. So, jetzt aber. Der läuft da weiter. Läuft wieder aus rum. Ich sehe gerade, einer ist abgehaut. Finde ich absolute Scheiße. Aber was soll's. Ja, der läuft eigentlich nur davor, also... ja. Ach komm, erzähl mir nichts. So, einmal. So, jetzt wird es vielleicht ein bisschen einfacher, weil jetzt ist er nicht mehr so schnell. So, gleich habe ich die. Nein, das ist doch nur ein Highlight. Ah, ich hab gedacht, die kriegst du noch. Die Paletten zerstören kann man im Nachhinein noch. Das gibt's nicht. Das kann's doch wohl nicht anders. So, jetzt aber. So, ich hoffe, da hinten ist ein Hake. So. Also das Wehren mit dem Keller, also das ist der pure Wahnsinn, also... ich muss erstmal die ganzen Paletten hier wegmachen, was da rumfliegt. Das ist ja Wahnsinn. Einmal Schaden. Was ist das ausgesetzt, wenn da jemand steht? Das ist ja gerade frei. Ist in Ordnung. Ich habe natürlich nicht gesehen, wo sie hin sind. Palette machen wir. Das Ding machen wir weg. Nix
gesagt, das andere Spiel, ich hätte gescheitert das aufgenommen, euch, das war der Wahnsinn. Ist echt verdammt gut gelaufen. Das machen wir natürlich auch weg. Hätte ja sein können. So. Dann gucken wir weiter. Bringt ja nichts. Doch, das bringt was. Jetzt 100 Punkte. Also wie gesagt, ich habe den Geist ja nur genommen, weil ich wieder mein tägliches Ritual brauche. Das heißt nach Erscheinen überbraten. Und da bin ich gerade dabei. So, einmal. Oh, war der knapp! Jetzt aber. Jawohl. Den hätte man auch mal erwischt. Oh, ich glaube, wir nehmen den da drüben, den Hagel. Ich glaube, der ist am besten geeignet. Das ist Wahnsinn. Wie die sich wehren, wenn man eine Geist hat. Das ist der das ist der pure Wahnsinn, also. Warte mal kurz. Okay. Ja, der zweite haben wir jetzt dran gehängt. Ist absolut in Ordnung. Läuft er, man sieht es ganz deutlich. Jetzt ist er natürlich fort, ne? Oh, da habe ich aber einen laufen sehen gerade. Ah, scheiße, jetzt ist der auch schon fort, verdammt, ey. Ich habe da aber einen laufen sehen. Ja gut, es sind noch zwei. Puh, 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 puh. Wo seid ihr nun? Wo seid ihr nur, ihr Schweinepriester? Natürlich mitnehmen, das ist Chlor. So, jetzt gehen wir mal dahinter zu dem. Genau dahin. Herrgott, Sackzemin. Die schon wieder, wo so viel rennt. Einmal. Das ist dein Stöckchen, müsste geschlagen haben. Ja, jetzt müsste man nur noch einen Haken in der Nähe haben und dann wäre es natürlich perfekt, ne? Was wir natürlich wieder mal nicht haben. Ja, freilich. Oh, der müsste aber reichen. Zum Heulen, echte. Es ist wirklich zum Heulen. So.
So, hier ne, hat's. Hin? Keine Ahnung. Fakt ist, ich habe meinen Nächsten getroffen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon fertig habe. Also ich glaube, das kommt da oben auf dem Ding. Hey. Müsste eigentlich gereicht haben. Wie gesagt, einer ist freckt. Ein paar Treffer gelandet. Spätestens jetzt ist es fertig. So, wo wolltest du hin? Ich hoffe mal, der Hage ist der direkt links neben mir. Na ja, super, das war ja so klar. Nehmen wir halt den. So, jetzt aber. Ich glaube, den hatte ich auch schon. Jawohl. So, schauen wir mal weiter. Das war er nicht. Nee. Sauber. Welchen Generator heben Sie vor? Wie schon wieder? So. Scheiße, wa? Ja, ihr habt's gemerkt, ich hab dein Ding drin. Den Schlag, wenn die Ausgangstore offen sind, dass sie. Dass sie gleich umfalle. Das Ding ist Gold wert, also ich kann es mir echt jedem raten, das Ding reinzutun, also das ist echt Wahnsinn. Sauvoll. Ja, okay, war ganz lustiges Spiel. Also normal müsste ich einen Punkt nach oben kriechen, wenn ich nicht wieder beschissen werde. Das heißt, ich müsste 17 sein. Jawohl. Passt, perfekt. Die Punktzahl müsste auch gut sein. Ja, und mein tägliches Ritual habe ich ebenfalls gekriegt. Ja, hier gucken. Ja, doppelte Punktzahl gab es übrigens auch. Das war von mir. Ja, das waren echt 28.600. 72, ey, hallo, ey. Ist in Ordnung. Mein tägliches Ritual ist hiermit zumindest das erste ist erledigt. So, jetzt wird man nur noch 11-mal mit der Kettensäge Amok laufen und 4 Ausgangstore reinmachen mit der Claudette Morel. Und, ja. Die haben wir ja sowieso öfters, wenn man überlebende Spiele, da die ja sowieso noch Luft kennen muss. Also wenn wir jetzt hätte ich wieder 81.000 Punkte. Ja, was gibt's Neues? Ja, der neue Killer gibt's. Ich weiß nicht, wer noch nicht gesehen hat. Ich hab's gestern ausprobiert. Mit Laserface. Der Mann mit der Kettensäge von Texas Chainsaw Massacre. Und ja, ich hab's gestern ausprobiert, war in Haddonfield, also der Anfang hat mir ein bisschen schwer getan, aber ich habe tatsächlich dann im ersten Spiel mit Laserface hier mit unserem Kannibale, heißt er ja hier, tatsächlich alle 4 umgenockt, nach ein paar Anfangsschwierigkeiten, weil man sich erst dran gewöhnen muss, an den Kerl. Aber man kann sich wirklich gut dran gewöhnen, also der ist nicht schlecht, also sage ich mal so, also
gefällt mir ganz gut, der Mann. Ja, wir haben wieder 81.000 Punkte, das heißt, der muss auf die 50 und die Claudette steht bei Stufe 2, Rang 23, also wie ihr seht, es geht gewaltig nach oben und wir haben hier noch 175.000 für die tägliche Rituale, wenn ich das heute noch hinkriege. Plus das, was man so noch braucht an Spiele, was man so zusammenkriegt an Spiele mit Punkte. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ihr habt es ja gesehen, ja, ich bin wieder bei 18, wir sind wieder mal zurückgesetzt worden. Ja. Und damit bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und grüßt mir die Hühner.